Radio 1. Nur für Erwachsene. Ja, die Bundeswehr ist für viele inzwischen ein Running Gag geworden. Veraltetes Gerät, und wenn es nicht veraltet ist, funktioniert es trotzdem nicht. Die relativ neuen Schützenpanzer Puma kamen bei einer Übung zum Einsatz. Von insgesamt 18 Puma-Panzern fielen, Achtung, 18 aus. Der Schützenpanzer sollte ab Januar auch für die NATO im Einsatz sein. Tragisch auch, dass Deutschland bereits 350 von diesen Teilen bestellt hat. Heute soll es ein Krisentreffen zu den Panzern geben. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, ist sauer. Sie sagt, manche im Verteidigungsministerium haben den Gong noch nicht gehört. Für die schon seit Tagen kritisierte SPD-Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ist der Ausfall der Panzer also nun ein weiterer Punkt, der für heftige Kritik an ihr sorgt. Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Er ist Journalist und Medienunternehmer. Einen schönen guten Morgen. Sollte aber auf Rüstung umsteigen. Ja, genau, morgen. Guten Morgen. Ja, nicht nur Panzer Puma, auch die nicht ausreichende generelle Ausrüstung der Bundeswehr seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sorgt für Unmut gegenüber der Bundesverteidigungsministerin bei gleichzeitig steigenden Ausgaben. Ist es richtig, Christine Lambrecht heftig zu kritisieren? Womöglich ja, aber wenn die Bundeswehr die Feldjäger ausschickt, um in Brüssel Ursula von der Leyen zu kassieren oder im Saarland Annegret Kramp-Karrenbauer oder Herrn Jung, wer erinnert sich noch an den, oder bei RTL nachzufragen, ob RTL Baron Gutenberg ausliefert, dann merken wir, das Ganze hat eine gewisse historische Dimension. Es gab ja immer so einen eher linksgrün versifften Pazifisten-Schnack vom militärisch-industriellen Komplex bei der Bundeswehr. Und die vielleicht ein bisschen naive, vielleicht ein bisschen propagandistische Vorstellung war, ja, da kommen die Vertreter der Rüstungsindustrie und geben auf jeden Fall schon mal ein schönes Getränk aus und sagen, wir haben da was ganz Schickes entwickelt, funktioniert nicht so richtig. Ach, sagt die Bundeswehr, komm, ist egal, wir werden es ja niemals brauchen. Und dann haben sie das gekauft, weil aber die Arbeitsplätze, geht ja um deutsche Jobs. Und so war das lange ein linkes Klischee, dass dieses Beschaffungsamt der Bundeswehr in Koblenz mit 7000 Stellen eine Blackbox ist, wo eben unseriöse, unsichere, unzureichende Geschäfte abgewickelt werden. Und jetzt ist das einfach vorbei mit dem linken Schnack. Jetzt hat es schon im Juli Bundesfinanzminister Christian Lindner mit starrem Blick auf die enormen Schulden, die Rekordschulden, die er anhäuft und wird verwalten müssen, einen ersten Brandbrief geschrieben. Und da stand drin, es gebe maßgeblich, oder es gebe diese Probleme der Bundeswehr geben maßgeblich auf strukturelle Defizite und ein unzureichendes ziviles und militärisches Management der vergangenen Jahre zurück. Da kann die Frau Lambrecht nun alleine auch nichts dafür, auch wenn manche Medienvertreter und Medienvertreterinnen sich im Moment die Frau an der Spitze der Bundeswehr, die ein gutes Verhältnis zu ihrem Sohn hat und ab und zu schicke Schuhe trägt, als besonderes Opfer ausgeguckt haben. Ja gut, Herr Küppersbusch, dann kommt jetzt hier Ihr Vorschlag. Wie kann die Bundeswehr wieder zu einer funktionierenden Armee werden? Das tut sie im Moment ohnehin, weil die sogenannte Friedensdividende, also die Jahre seit 1990, anders als in Frankreich oder Großbritannien, lange genutzt wurden, um eben diese Kohle zu kassieren, um den Verteidigungsetat relativ niedrig zu halten, sich lieber das Lamento über das 2%-Ziel der NATO, das die Bundeswehr unter Merkel niemals erreicht hat, eigentlich auch niemals so richtig akzeptiert hat, oder die Verteidigungspolitiker. Das ist jetzt ernst, jetzt ist Druck da drauf gekommen, und auch diese Puma-Sache, ein so ein Ding kostet 17 Millionen Euro. Das ist echt ein schickes Auto, der teuerste Schützenpanzer der Welt. Das ist jetzt aufgeflogen, weil die Bundeswehr zum Beispiel im kommenden Jahr 23 den Kern der schnellen Eingreiftruppe stellen wird. Das heißt, es wird einfach ernst. Und nun wird diese Behörde in Koblenz durchleuchtet werden, und es wird die Grundsatzfrage gestellt werden, wie verantwortlich, wie durchsichtig, wie transparent, wie einsichtig für die Politiker selbst, und das ist ja eigentlich schon eine ziemlich absurde Forderung, ne? Dass der Bundestag nicht nur immer die Kohle raushaut, sondern dass er vielleicht auch mal fragen darf, hey, was kauft ihr eigentlich davon, nach welchen Kriterien? Dieser Druck wird jetzt in zunehmendem Maße entstehen, noch zumal die FDP, Lindner habe ich zitiert, aber auch die stets enorm offensivfriedensbewegten Grünen, jede Hand frei haben, um drauf rumzuprügeln, denn die hatten seit 1955 noch nie das Verteidigungsministerium. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank. Gerne. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.